Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, wir machen mal wieder ein Do-It-Yourself zusammen. Und zwar werden wir heute zusammen dieses coole Pinboard machen. Ob ihr es als Schmuckaufbewahrung oder als Memo-Board benutzt, ist natürlich euch überlassen. Für unser Memo-Board brauchen wir natürlich erstmal einen Bilderrahmen. Ich habe mich jetzt hier für so eine mittlere Größe entschieden. Ihr könnt natürlich auch die Nummer kleiner oder Nummer größer nehmen. Dann brauchen wir einen Faden. Ob ihr da einen ganz normalen Wollfaden nehmt oder so wie ich so ein Paketband, könnt ihr euch natürlich auch aussuchen. Und dann brauchen wir noch eine Schere und eine Heißklebepistole. Wie ihr hier seht, haben wir den Rahmen zuerst einmal ausgebaut und haben dann geschaut, wo wir unsere Schnur festkleben wollen. Dazu habe ich mir dann erstmal drei Schnüre abgeschnitten. Ihr könnt natürlich auch nur zwei machen oder ihr könnt vier machen. Je nachdem, wie groß euer Rahmen ist, passen natürlich auch mehr Schnüre dran. Ich habe mir die jetzt erstmal abgeschnitten und habe mir dann meine Heißklebepistole geschnappt. Da habe ich jetzt erst auf der linken Seite ein bisschen so einen Klecks Heißkleber drauf gemacht und dort werden wir gleich unsere Schnüre dran befestigen. Beim Heißkleber müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Ich habe mich da schon so oft dran verbrannt. Der ist echt ekelhaft heiß und tut höllisch weh. Ich habe mir dann eine Schere geschnappt, um den Faden am Bilderrahmen und im Kleber festzudrücken. Das erspart mir nämlich schöne Brandblasen. Und das Ganze habe ich dann natürlich auf der anderen Seite auch noch gemacht. Immer schön mit der Schere festdrücken, bis ihr das Gefühl habt, dass der Kleber und der Faden sich schön miteinander verbunden haben. Wenn so ein bisschen was vom Kleber noch absteht, das ist gar kein Problem, das ist mir auch passiert, wie ihr hier seht. Da müsst ihr einfach warten, bis er komplett getrocknet ist und dann könnt ihr das mit einer Schere oder einfach auch mit der Hand einfach ein bisschen abziehen. Nachdem dann die erste Schiene, sag ich jetzt mal, fertig war, habe ich auch mit der zweiten weitergemacht. Das natürlich genau wie bei der ersten, bisschen Heißkleber auf den Rahmen geben, dann den Faden schnappen und dann mit der Schere oder mit einem Stift oder mit der Pinzette, was ihr auch immer wollt, am Rahmen festdrücken. Ich habe mich wie gesagt für drei Schnüre entschieden, das könnt ihr aber wirklich machen, wie ihr wollt. Wenn dann alles schön getrocknet und ausgehärtet ist, dann gehen wir hin, holen uns unsere Schere und schneiden diese hässlichen überstehenden Fäden ab. So sieht das Ganze dann aus bisher, aber da fehlt jetzt noch was. Wir werden nämlich jetzt, zuerst werden wir jetzt erstmal die Glasscheibe nochmal einsetzen, aber so ein bisschen Deko muss natürlich auch sein. Da könnt ihr euch natürlich wie immer auch aussuchen, was ihr da als Deko nehmen wollt. Ihr könnt zum Beispiel eine Serviette hinten dranlegen, die ein schönes Muster hat, das euch gefällt. Oder ihr nehmt zum Beispiel, wie ich jetzt, eine Zeichnung. Ich habe hier damals den BB-8 gemalt, aber der ist dafür natürlich zu klein. Ansonsten könnt ihr auch ein Foto von eurem Leben nehmen und dann dient das Ganze sozusagen auch als schönes Geschenk, wenn ihr das möchtet. Bald ist ja auch immer ein Muttertag. Ich habe damals irgendwann dieses Bild hier gemalt und habe gedacht, das passt jetzt perfekt für hier rein. Es ist allerdings noch ein bisschen groß. Deshalb habe ich mir dieses Passepartout oder wie man das nennt, diese Vorlage, die immer noch im Bilderrahmen drin ist, genommen und habe mir die auf mein Bild gelegt, sodass es passt. Habe dann mit einem Stift einfach die Linien nachgefahren und habe das Ganze dann feinsäuberlich mit meiner Schere ausgeschnitten. Wenn ihr noch jung seid, dürft ihr natürlich auch gerne eure Eltern um Erlaubnis bitten, euch das Ganze auszuschneiden oder zu kleben. Dann wird der Bilderrahmen einfach nochmal ganz normal zusammengesetzt. Ich habe diese Vorlage nochmal hinten dran gelegt, einfach damit ein bisschen Kontrast zwischen dem schwarzen Rückenteil und unserem weißen Bild ist. Dann ist unser Bilderrahmen quasi schon fertig und kann schon aufgestellt werden. Wenn ihr so einen Bilderrahmen zum Stehen habt, könnt ihr den natürlich einfach hinstellen oder ansonsten gibt es hinten immer noch so eine Lasche, da könnt ihr ihn einfach an einem Nagel an der Wand anbringen.
Ich finde, der Bilderrahmen oder das Memo-Board ist richtig cool geworden. Ihr könnt daran euren Schmuck aufhängen, ihr könnt daran kleine Notizzettel irgendwie anbringen, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Video und hoffe auch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.